Ordnung halten in OneNote. Mein Name ist Birmin Lehnherr. Ich bin hier im Notizbuch Ruderclub und als erstes blende ich hier links alle anderen Notizbücher aus, hier beim PIN, denn hier bleibt ja Ruderclub noch hängen. Also ich habe hier verschiedene Abschnitte, diese Register hier. Bei Regatta hat es verschiedene Unterseiten und ich sortiere hier einmal nach Seen und Flüssen. Also das ist ein See und ein See, ein Fluss, dann wiederum ein See. Ich packe diese Seite, trage sie nach oben und das sind alles Flussrennen. Ich könnte auch eine Seite hier packen und ein bisschen nach rechts verschieben, dann wäre das der Bilac-Seite untergeordnet, das auch. Also ich kann hier wunderbar sortieren. Ich gehe weiter, ich will ja hier oben diese Abschnitte sortieren. Ich beginne mit den Sitzungen, ich trage die Sitzungen ganz nach links, dann die Mitglieder, dann das Training, dann Regatta, Schnuppertag, Presse, Leitbild. Soweit, so gut. Ich möchte nun diese Abschnitte hier oben auch noch büscheln. Ich klicke hier aufs Plus, aber dann entsteht nur ein neuer Abschnitt. Ich versuche es mit einem Rechtsklick. Geht nicht, aber wenn ich auf ein bestehendes Register einen Rechtsklick mache, dann kann ich eine neue Abschnittsgruppe erstellen. Das mache ich nun. Ich kann die benennen mit einem Doppelklick und sage nun einmal Verein und trage alle Vereinsregister dort hinein. Also das Leitbild gehört zum Verein. Ich gehe hier beim krummen Pfeil wieder zurück. Dann Mitglieder gehört zu Verein. Und Sitzungen gehört zu Verein. Und wenn ich jetzt auf Verein klicke, dann sehe ich alle Vereinsregister. Wenn ich eine Seite nicht mehr brauche, ich gehe zum Beispiel hier bei Regatta auf Amsterdam, dann mache ich hier auf die Seite einen Rechtsklick, sage Löschen. Oder ich brauche zum Beispiel den Abschnitt Training nicht mehr, dann mache ich auf Training einen Rechtsklick und lösche den. Jawohl, löschen. Und es ist doch nicht ganz gelöscht, denn OneNote führt einen eigenen Abfalleimer und wenn ich hier zu Verlauf gehe, zum Notizbuch Papierkorb, jawohl, Notizbuch Papierkorb, da ist alles noch da. Also hier ist das Training, hier sind, oh, noch anderes kommt hier zum Vorschein. Und wenn ich jetzt auf das Training hier wieder einen Rechtsklick mache, kann ich dieses Register wieder verschieben oder kopieren. Dann kommt hier eine ganze Auswahl von all meinen Notizbüchern, aber ich will sie hier zum Ruderclub verschieben, jawohl, und verschieben. Dann ist es nicht mehr im Eimer, sondern zurück auf meinem OneNote Notizbuch. Aber ich habe daher noch eine Seite gelöscht. Wo ist die hingekommen? Ich gehe nochmals auf Notizbuch, nochmals auf Papierkorb. Hier ist sie nicht, aber hier steht gelöschte Seiten. Stimmt. Amsterdam, Amstel, das habe ich auch gelöscht. Also hier Rechtsklick und verschieben oder kopieren. Und das verschiebe ich nun zu Regatta. Verschieben. Ich schaue mal nach. Ich gehe zurück beim krummen Pfeil. Hier bei Regatta. Ah, da ist Amsterdam. Das Rennen ist wieder da. Das war's.